Das ist bei meinen Ex-Freunden auch das. Wäre auch ein bisschen komisch in einer Beziehung. Ja, das wäre toxisch da. Also meine ist. Die hat ihre männlichen Freunde, ich habe meine weiblichen Freunde und auch schon vorgekommen. Ich war gerade richtig so, okay, Side-Eye. Also ich gehe nicht so gerne weg. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mit meinem Freund. Hallo. Also. Ihr habt uns Fragen gestellt und die werden wir jetzt gemeinsam beantworten. Wir haben schon mal einen Mukbang gedreht, das werde ich einfach in der Infobox verlinken, wenn ihr so noch genaue Infos braucht, wer wir überhaupt sind, wie wir zusammengekommen sind, falls es jemanden interessiert. Das ist da alles, haben wir alles schon erzählt. Also trotzdem als kleine Facts, wir wohnen gerade in Düsseldorf, wir wohnen jetzt seit 6 Monaten, wir wohnen schon seit 6 Monaten zusammen. Tatsache, ja. Wild. Wir fangen mal direkt an mit, wie hat sich eure Beziehung verändert, seitdem ihr zusammen wohnt? Also, ich würde sagen, jetzt gar nicht wirklich großartig. Wir haben halt am Anfang relativ schnell nicht richtig zusammen gewohnt, aber irgendwie so zusammen gelebt. Also, wir haben beide im Hotel gearbeitet und hatten da halt unsere Einzelzimmer und haben halt dann nach kurzer Zeit, ich glaube nach 2 Monaten schon, unsere Betten zusammengestellt. Heißt, wir haben uns dann irgendwie ein Zimmer geteilt. Es war aber halt nicht so wie jetzt mit Haushalt kochen und sowas. Ich finde auch, also großartig verändert hat sich die Beziehung nicht, weil alleine halt aufgrund der Tatsache, wie du ja auch schon gesagt hast, dass wir ja uns schon sehr früh ein Zimmer geteilt haben und dann mit dem Umzug nach Düsseldorf oder wieder nach Deutschland insgesamt, war eigentlich das Einzige, was sich verändert hat, dass jetzt halt so die Pflichten auf einen zukommen, was jetzt so Richtung Einkaufen, eine Wäsche waschen mussten wir vorher auch schon, obviously, also eigentlich nur Einkaufen und Haushalt so insgesamt. Ja gut, ich muss aber sagen, ich finde schon, dadurch, dass wir beide, als wir zurückgekommen sind, also okay, ich habe dann in Düsseldorf angefangen zu studieren, aber du hattest ja erstmal viel Zeit und ich finde, dadurch hat man halt, wir haben echt viel aufeinander gehockt und ich finde, da muss man schon aufpassen, dass man nicht, was? Ja, red weiter, ich sag da gleich noch zu was. Das war gerade richtig so, okay, Side-Eye. Und ich finde, man muss halt voll aufpassen, dass man dann nicht in so einen Chill-Modus verfällt. So in viel Netflix oder viel, gerade weil ich hatte halt auch noch nicht wirklich Leute hier am Anfang in Düsseldorf. Bei dir ging es ja, weil Leute ja nicht so weit weg wohnen, die du kennst. Aber ich bin dann schon so in so einen Chill-Modus gefallen, weil ich gar nicht so viele Places to be hatte, sage ich mal. Und ich finde, darauf muss man halt achten. Also generell, wenn man dann lange in einer Beziehung ist oder lange oder schon zusammen wohnt, dass man halt so diese ganzen Aktivitäten beibehält und sich immer wieder aufs Neue, sag ich mal, wirklich verabredet und nicht nur den Alltag passieren lässt. Ja, ist auf der einen Seite die Beziehung, ja, aber ist ja auch normal, wenn man in eine neue Stadt zieht. Also man muss ja dafür sorgen, dass man da irgendwie Anschluss findet, dass man soziale Kontakte knüpft und dann, ja, halt einfach neue Freundschaften findet, sag ich jetzt einfach mal. Also ich glaube, das ist dann halt wirklich so ein Ding, dass man da in einer Beziehung leicht in so einen Trott verfallen kann. Und wenn man dann noch eine neue Stadt zieht, wo beide jeweils niemanden kennen, ist es halt einfach sehr gemütlich dann. Ja, ja. Also da muss man ja schon immer, wie mein Opa gesagt hat, immer neugierig bleiben. Genau. Auf neue Leute, Situationen, Aktivitäten. Ich bin echt so ein Mensch, der sehr viel. Also ich gehe nicht so gerne weg oder raus. Nein, das stimmt nicht. Ich gehe gerne raus, aber ich gehe gerne, keine Ahnung, ins Gym, Kaffee trinken. Also tagsüber raus. Ja, jetzt nicht irgendwie, ich gehe nicht so gern abends feiern, raus. Feiern, Kneipe oder sonst wie. Shisha-Bar. Shisha-Bar gehe ich gern. Aber das ist auch das Höchste der Gebote. Ja. Okay, Leute, ich mache mal die zweite Frage. Aber das Ding ist, wir sind jetzt so abgeschwiffen, haben jetzt so viel erzählt, aber wir haben nicht gesagt, inwiefern sich unsere Beziehung verändert hat. Ach so, ja, okay. Auch wieder warm. Also wie gesagt, dadurch, dass wir jetzt eigentlich nicht so viele neue Situationen hatten und schon relativ früh halt auch dieses Zusammenwohnen hatten da, würde ich gar nicht sagen, dass sich da so großartig was verändert hat. Also es sind mehr Sachen dazugekommen. Ja, ich finde halt, klar, doch, man muss so Kleinigkeiten dann halt aufteilen. Also das ist halt, ich glaube, wir haben damit nicht so das Riesenproblem, sage ich mal, was wahrscheinlich andere Beziehungen haben, weil die ganzen Sachen, die so auf einen zukommen, wenn man zusammenzieht. Also bestimmte Sachen regeln, Wäsche machen, Haushalt, Einkaufen, Geld, da kommunizieren wir halt einfach sehr offen drüber und sagen halt auch mal, wenn uns was nicht passt und der andere ist dann auch nicht genervt, sondern man nimmt es halt auf und schaut halt, okay, was können wir ändern, was können wir machen.
Und dadurch ist es, glaube ich, gar nicht so, dass uns das so aufgefallen ist. Aber ich glaube, das ist schon theoretisch schon ein Thema, wenn man zusammenzieht. Ja, safe. Aber wir haben da halt einfach mit sehr viel Kommunikation das sehr gut geregelt. Ja, ja, denke ich auch. Also deswegen würde ich sagen, hat sich eigentlich nichts an der Beziehung verändert. Und Communication is the key. So, dann kommen wir jetzt zur zweiten Frage. Und zwar, ja gut, wie habt ihr den Haushalt aufgeteilt? Wir haben nicht wirklich... Wir haben den nicht aufgeteilt. Ich würde sagen, einfach jeder macht das, wozu er wann wie, was heißt Lust hat, aber wann es wie in den Kram passt. Zum Beispiel ja. Wäsche und Müll nimmt derjenige mit, der als nächstes runtergeht, weil die Mülltonne und unsere Waschmaschine sind im Keller. Und von daher bietet sich das einfach an. Und irgendwie einkaufen macht fast immer ich, weil ich irgendwie immer, wenn ich unterwegs bin. Ja, ja. Also ich weiß nicht wieso, aber immer, wenn ich unterwegs bin, bin ich so, ja okay, dann gehe ich auf dem Rückweg schnell einkaufen. Wir sitzen gerade so hart gleich da. Und ich habe halt auch immer so ein bisschen, glaube ich, eher die Ideen fürs, was wir essen. Das stimmt nicht. Oder ich will halt backen. Ja. Und ja, wir gehen ja auch zusammen einkaufen. Ja, aber größtenteils so gehe ich mal nach der Uni ja, einfach ja, so genau. Kurz noch mal was holen. Wir flinken super viel, muss man dazu sagen. Wenn einer findet, er macht zu viel, dann sagt man das halt mal und sagt halt mal, ey, kannst du vielleicht ein bisschen mehr machen ja, gerade. Ist auch schon vorgekommen. Solche Geschichten, also ich glaube, wir sind da echt sehr eingespielt, weil wir da beide auch sehr fair mit umgehen. Einfach so im Teamwork. Also ist jetzt nicht irgendwie aufgeteilt. Teamwork makes the dream work. So, dann kommen wir zur nächsten Frage. Hier sind so zwei, die würde ich jetzt zusammennehmen. Und zwar einmal, habt ihr manchmal auch wegen Kleinigkeiten Streit oder ist das direkt toxisch? Und wie geht ihr mit Streit um? Also, gute Frage, würde mich auch interessieren. Wir haben nicht so wirklich Streit generell. Ich würde sagen, wir hatten noch nie Streit. Weil... Haben wir mal Streit? Nein, nein, also das Ding ist... Ja? Ja? Also das Ding ist, wir hatten noch nie wirklich richtig Streit. Ich finde, wir haben manchmal so ein paar halt Differenzen. Und dann ist es halt so, dass wir das halt ansprechen. Und ich glaube, das ist immer ganz wichtig, wie die andere Person reagiert. Weil dadurch, dass... Keine Ahnung, ich habe letztens was angesprochen. Und dann kam halt, sage ich mal, einfach nur Verständnis zurück. Weil das war halt nicht, also, keine Ahnung, es ist immer die Frage, es hat halt auch noch keiner von uns irgendwie, sag ich jetzt, was gemacht, wo der andere so richtig hätte sauer sein können. Ja. Und wenn man halt eher so Sachen hat, die, keine Ahnung, wenn man einmal was verletzt oder man irgendwie mal über was nachdenkt, einen was stört, dann kann man das ja sagen. Und wenn dann kommt es dann auf die Reaktion vom anderen an. Und wenn die Reaktion vom anderen dann halt Verständnis ist und eher, okay, wie können wir schauen, dass es dir wieder besser geht? Wie können wir das Problem lösen? Und es tut mir leid, dass keine Ahnung, ich was gemacht habe oder dass du dich so fühlst. Wenn es halt von Mädels, dass wir mehr overthinken und dass wir halt dann so manchmal aus Kleinigkeiten in unserem Kopf was Großes machen. Und wenn wir das halt dann ansprechen und dann kommt, sag ich mal, so ein Backfire entgegen, so ein, boah, sag mal, das war jetzt echt nicht schlimm, was soll denn die Scheiße jetzt, wieso musst du dich jetzt deswegen aufregen? Dann macht es viel schlimmer. Wir sprechen das ja auch nicht einmal, weil wir Spaß dran haben. Sondern weil es uns beschäftigt, weil es uns bedrückt. Weil wir ja, also wir wissen voneinander, dass wir einander nichts Böses wollen und nicht irgendwie... Wissen wir das? Machen irgendwie keine Heckmecks so von wegen Eifersucht, weil wir einfach beide ganz genau wissen, Anni hat ihre männlichen Freunde, ich habe meine weiblichen Freunde und damit sind wir komplett cool. Und deswegen, also alleine da fängt es ja auch schon an. Also wir sind damit beide komplett fein und wissen halt auch einfach, wie das da in der verschiedenen, unterschiedlichen Situation ist. Und also Eifersucht ist bei uns gar kein Thema und ja, also da fängt es schon an und dann geht es ja nochmal weiter mit diesen Sachen ansprechen. So, wir wissen, dass wir uns einander nichts Böses wollen. Wäre auch ein bisschen komisch in einer Beziehung. Ja, das wäre toxisch, da, um das Wort nochmal aufzunehmen. Und deswegen bringen wir da einander dann auch nur Verständnis entgegen, weil ja. So macht es das Leben viel einfacher. Happy Wife, Happy Life, sage ich immer. Deswegen keine Widerworte geben, Jungs. Irgendwie stimmt das schon. Ja, ist so. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich finde es gut. Und ich meine, ich habe ja auch deswegen weniger Kopfschmerzen. Also ich könnte mir das auch gar nicht vorstellen, dass wenn du irgendwie was ansprichst, was dich stört, dann irgendwie pissig drauf zu reagieren. Also ich ja, aber weißt du, bei wie vielen Leuten das ist? Nee, weiß ich nicht, also aber ich kann es mir vorstellen. Aber ich check so diese... Kernessenz nicht, weil du sprichst es ja nicht an, weil du Bock auf Stress hast, sondern weil es dich verletzt. Und dann
kann ich darauf ja auch ja, einfach, also dann achte ich darauf einfach. Das ist ja, das ist das Einfachste der Welt. Erzählt, dass bei meinen Ex-Freunden auch das Ding war, dass ich das von all meinen Freundinnen so kenne mit den Ex-Freunden. Also von vielen, jetzt nicht von jedem. Obviously ist nicht jeder Mensch toxisch. Aber dass es voll oft so ist, dass man was anspricht, was einen beschäftigt, was einen verletzt hat auch einfach. Und man einfach nur hören will, ey, es tut mir leid, oder wie können wir das ändern? Und dann kommt was zurück nach dem Motto, wie sprichst du das an, was soll das, wieso regst du dich jetzt auf? Boah, du machst aus allem so ein Drama und keine Ahnung, so Zeug, so dass Mädels so anstrengend wären, wo ich mir denke, hättest du einfach gesagt, es tut mir leid, und mich in den Arm genommen, wäre alles gut gewesen. Ja. Weißt also, du, deswegen, schön, dass es du das so, aber ich glaube, dass viele sich da, also viele das kennen, leider. Gerade wenn es halt so Verhaltensweisen sind, dann also verstehe ich nicht, warum man die nicht einfach ablegen kann. Natürlich macht da der Ton die Musik und eine respektvolle Ansprache, damit fängt es ja natürlich schon an. Also wenn du es respektvoll ansprichst, ja, und sagst, ey, du, ist folgende Situation hat sich ergeben und das hat mich verletzt und das fand ich doof. Natürlich reagiere ich dann da auch respektvoll drauf. Das Ding ist halt einfach, ab dem Punkt, wo ihr halt merkt, ihr könnt mit der Person nicht gut, sag ich mal, gut streiten. Ihr müsst mit der Person diskutieren können und streiten können, ohne dass es eskaliert eigentlich. Ja, das ist es halt. Also ich finde, ja, also Leute haben ja auch ihre Arten und Weisen und andere Partner tragen ihre Streits oder ihre Meinungsdifferenzen auch laut aus. Aber wenn die sich darauf geeinigt haben und damit beide fein sind, dann wünsche ich denen viel Spaß. Aber toxisch wird es halt, glaube ich, wenn man so aus jeder Mücke einen Elefanten macht. Und ja, oder wenn die andere Person es halt einfach nicht als wahrnimmt auch. Also ja, weißt du, deswegen ziehe ich da auch einen harten Cut zwischen diskutieren und streiten. Ja. Also für mich ist Streit halt schon so bösartig und ja, beim Diskutieren ist man ja schon irgendwie so lösungsorientiert unterwegs und genau, das finde ich bei uns echt sehr cool, muss ich sagen. By the way, wir trinken Traubensaft, also Traubenschorle, ja, stimmt, kein genau, Wein, bevor das jemand denkt. Ja, wir haben auch so gerade mal 13 Uhr, also es ist wirklich Traubenschorle. Ja. Also eine Person hat gefragt, erstmal danke an dieser Stelle für diese Frage, toll. Also das Ding ist, ich habe die Frage so gelesen und dachte mir so, okay, das ist ein Step, aber ihr wollt es wissen und you ask, we deliver, I guess, wenn es jemanden interessiert. Und es wurde gefragt, was sind die Lieblingspositionen von jeweils euch beiden? Ja, dann fange ich einfach mal an. Ah, man hat so ein bisschen sein Favorite. Safe. Also ja, das entwickelt sich ja auch mit der Zeit weiter. Also genau, wenn ich mir überlege, was früher meine Lieblingsposition war, da würde ich heute nicht mehr einnehmen wollen. Ja, sag. Okay. Ja, ich muss sagen, deswegen meine ich ja auch, habe ich gerade schon angesprochen, es wechselt sich ja immer und früher habe ich angefangen als Torwart. Das hat sich dann ja wieder im Sande verlaufen. Da war ich immer in einer Fußballschule und eines Sommers hatten die da genug Torhüter, haben gesagt, geh doch einfach mal ins Feld. Und dann bin ich ins Feld gewechselt. Das fand mein Trainer natürlich dann nicht so cool, als ich dann wieder in meinem Heimatverein war, weil ich dann gemerkt habe, das macht viel mehr Spaß. Dann habe ich verschiedene Positionen tatsächlich ausprobiert, war meine Lieblingsposition definitiv Rechtsverteidiger. Also meine ist... Wie lustig wäre das? Unsere Eltern sehen die Videos. Ja, das ist halt das Ding, Leute. Ich bin ein großer Fan von Call Her Daddy. Das ist ein Podcast. Ich verstehe auch gar nicht, wieso den anscheinend nicht so viele kennen. Also, hört ihn nicht an. Und er hat so angefangen, das war so ein sehr sexueller Podcast, würde ich sagen. Nee, nicht nur würde ich sagen, war sehr sexuell. Und jetzt ist das eher so, jetzt macht Alexandra Cooper den so alleine und macht eher so Interviews mit voll krassen Stars und alles. Auf jeden Fall geht es da extrem viel um Sex am Anfang in den ersten Podcasts. Da macht sie noch mit einer, ich weiß gar nicht, wie die heißt, mit einer Freundin zusammen. Und ich finde es voll interessant und ich finde es voll cool, wenn Leute da so offen drüber reden. So Dario Beccaro macht es ja auch immer. Aber das Ding ist halt, also ich bin da auch sehr offen generell und würde auch voll gerne offen drüber reden. Aber das Ding ist halt, unsere Eltern sehen das. Liebe Grüße gehen raus. Hallo Mama. Hallo Mama. Hallo Papa. Hallo Elin an der Stelle auch. Ja, deswegen werden wir uns darauf nicht so richtig beziehen. Auf gar keinen Fall. Vielleicht irgendwann. Vielleicht will ich auf gar keinen Fall. Vielleicht ich. Okay. Gut, nächste Frage. Contenance. Was heißt Contenance? Mach einfach weiter. Dann kommen wir jetzt zur letzten Frage. Und die ist, wo seht ihr euch in 10 Jahren? Willst du anfangen? Boah. Also ich weiß ja nicht mal, wo ich mich in 3 Jahren sehe, Leute.
Doch, eigentlich mittlerweile schon. So fast. Also. In Amsti? Ja, wahrscheinlich. Also, ich habe ein bisschen mir gerade in den Kopf gesetzt, dass ich nach meinem Bachelor, den ich leider erst in einem Jahr fertig habe, bisschen mehr. Oh mein Gott, das ist unglaublich. Wie kann man so lange studieren? Dachte ich mir, hat dir nicht gereicht. Ich studiere weiter und habe überlegt, ob ich meinen Master in Amsterdam mache. Hat halt sehr starke Regularien. Auch von der Sprache her, wenn man da sehr hohen TOEFL-Test-Score und alles braucht. Aber wenn es funktioniert, fände ich es sehr geil. Also dann würde ich gerne da genau meinen Master machen. Und dann wäre ich damit 2025, glaube ich, fertig. Also in 2 Jahren. Irgendwie, ich hätte mal Bock zu surfen. So random, okay. Du bist. Das war jetzt zwar nicht in 10 Jahren. In 10 Jahren werden wir. Warte, jetzt muss ich noch ganz kurz. In 10 Jahren werden wir 33 und. 35. Ja. Hilfe. Wieso halt fragt man sowas? 10 Jahre ist halt wirklich doll. Also 10 Jahre ist wirklich doll. Ja, Alter, da sehe ich mich halt mit Kindern. Ja, also das ist halt wirklich das Ding. So, wenn du mich fragst, so, wo sehe ich mich mit 35? Kinder, Haus. Fertig, Leben vorbei. Ja, hoffentlich haben meine Freunde auch dann Kinder, weil ich fände es halt einfach cute, wenn meine Kinder mit den Kindern von meinen Freunden aufwachsen. Ja, das stimmt. That's it. Ja, sorry, du bist. Ja, ich finde auch immer so Sachen wie 3-, 5- oder 10 Jahrespläne. Also das hat sich bei mir in der Vergangenheit immer sehr klar rauskristallisiert, dass das nix ist. Also da muss nur eine, das Schicksal einen kleinen Ministein oder Gebims. Krümel reinwerfen und das ändert sich alles. Also, keine Ahnung, vor 5 Jahren hättest du mich da gefragt, wo ich mich sehe, da hätte ich gesagt, ja, ich mache hier mein duales Studium in Bremen, ich habe hier meinen Job, ich werde vielleicht übernommen und dann arbeite ich in Bremen. Und ein Jahr später war ich in Westafrika auf den Kapverden. Also, das ist halt das Ding, das ist es passiert so schnell so viel, also das ist gerade so dynamisch, wenn man halt auch noch in dem Alter ist, wenn man da dann und wenn auch so halt auch krass zulässt, drauf reagieren so ein bisschen. Kann. Also ich glaube, man kann sich, ich habe Freunde, die haben so 5-Jahrespläne, gerade halt die, sag ich mal, sehr ambitioniert sind, dass sie wissen, sie wollen in einem bestimmten Jobbereich sehr hoch kommen und die haben so Pläne, aber selbst die sind einfach offen dafür, dass wenn eine Sache nicht klappt, dass sie dann einfach nicht sagen, boah, scheiße, jetzt ist mein ganzer Plan zu Ende, sondern okay, der Plan ändert sich. Ja, das ist das Wichtigste, dass man, wenn man so einen 5-Jahres-Plan hat, also mir hat es gezeigt, das ist absolut nichts für mich, weil ich würde sagen, dafür bin ich auch zu spontan. Also ich als Mensch, ich persönlich jetzt, dass ich so zu spontan und impulsiv auch manchmal bin. Ich setze mir mal zu schnell Sachen in den Kopf, die ich auf einmal unbedingt haben ja, will. Genau. Ja, genau. Und das ist dann, sind dann auch meistens so verrückte Sachen, so auf einmal Westafrika. Aber ich glaube, das ist auch gut, dass wir uns da so gefunden haben, weil wir auch beide so. Ich glaube, das fuckt einen richtig ab, wenn ein Partner so richtig an einem Ort bleiben will und sich so denkt, ja, ich bin hier fein und die andere Person ist so, ja, okay, ich will das machen und ich will das machen. Und ich finde, das ist aber auch gut, weil wir beide so offen so für alle möglichen Sachen sind und auch so ein bisschen so eine Spur weit verrückt genug, das dann alles zu machen. Weltoffen und spontan sind und ja. Also, ich glaube, das war's mit dem Video. Also, wir hatten auf jeden Fall Spaß. Ja, jetzt bitte nicht den Popo in die Kamera strecken. Ihr wolltest doch so ein bisschen spicigeren Content. Und Lydias Mutter wird das Video nicht sehen. Die, auch she takes one for the team. Auf jeden Fall. Ich glaube, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr auch. Wenn ihr sowas öfters sehen wollt oder generell, wenn ihr noch irgendwie Fragen habt, einfach in die Kommis. Ich verlinke euch das Mukbang in der Infobox. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Genau, danke für eure Fragen. Ciao. Tschüss. Und tschüss.